Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich glaube, so langsam fängt der Herbst an und ich habe mir gedacht, dass ich euch so ein paar coole Bücher, die für mich absolutes Herbstfeeling sind, vorstelle. Und das Traurige ist, dass ich tatsächlich kein Buch davon gelesen habe, aber ich möchte sie gerne diesen Herbst lesen. Eins habe ich zwar gelesen und ich lese auch gerade den zweiten Teil, das kann ich euch wirklich absolut empfehlen und das werde ich auch euch wahrscheinlich direkt als erstes zeigen, weil ich dazu am meisten sagen kann aus meiner persönlichen Empfehlung heraus. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auch einfach schon direkt an. Ich habe es euch ja gerade eben schon angekündigt. Das erste Buch, was ich euch zeige, ist leider auch das einzige, was ich bis jetzt gelesen habe, habe ich letztes Jahr im Herbst gelesen. Hier handelt es sich um Crave. Ich lese auch gerade eben aktuell den zweiten Teil, was da schon sehr dafür stimmt, dass ich den ersten Teil sehr gut fand. Und zwar ist es so ein bisschen eine Mischung aus Vampire Diaries und Harry Potter, zumindest jetzt gerade eben im zweiten Teil. Und ich habe vorher noch nie so ein richtiges Fantasy-Buch gelesen, also zumindest nicht komplett durch und schon gar nicht in diesem Umfang der Seiten, weil irgendwie hat mich Fantasy noch nie wirklich so richtig gecatcht und dann habe ich dieses Buch trotzdem ausprobiert, weil es irgendwie cool klang und ich habe mich sofort verliebt in die Geschichte und mittlerweile finde ich Romantasy total gut, eben weil es eine total schöne Mischung aus Romance und Fantasy ist. Hier geht es um einen Vampir und ein Mädchen, die sind jetzt zusammen in einer Akademie und ja, da passieren auf jeden Fall viele heftige Dinge und ich lese euch einfach mal hinten vor, was auf dem Klappentext draufsteht. Grace verschlägt es nach dem Tod ihrer Eltern ausgerechnet in die Wildnis von Alaska, wo ihr Onkel ein mysteriöses Internat leitet, die Cadmere Academy. Und die Schüler sind nicht weniger rätselhaft, allen voran Jackson Vega, zu dem Grace sich auf unerklärliche Weise hingezogen fühlt. Trotz aller Warnungen, diese in seiner Nähe nicht sicher ist. Was? Der Jackson hat ein gefährliches Geheimnis und Grace muss sich fragen, ob sie wirklich zufällig in Alaska ist oder ob sie jemand hergebracht hat als Köder. Die ganzen Dinge, wie sie sich gewandelt haben, fand ich mega spannend, weiß ich noch. Und ich konnte dieses Buch kaum weglegen. Ich war so richtig in Alaska, als ich dieses Buch gelesen habe. Und jetzt, wie gesagt, ich lese ja schon den zweiten Teil jetzt. Und da ist es genauso. Ich finde es echt, echt cool. Vor allem, wenn ihr, wie gesagt, auf Vampire Diaries steht, kann ich euch dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. Jetzt möchte ich euch ein Buch zeigen, was relativ neu ist und was mich sehr an eine Serie hat denken lassen. Und zwar rede ich hier von Pupetta. Als ich das Buch zum allerersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, okay, ist jetzt nicht so mein Fall, aber als ich gehört habe, um was es geht, dachte ich, okay, das erinnert mich sehr an Pretty Little Liars. In diesem Buch geht es um einen Stalker, Beobachter, keine Ahnung, das vier Mädchen beobachtet und es quasi als seine Puppen sieht. Also wie gesagt, es erinnert mich stark an Pretty Little Liars und ich hoffe, das enttäuscht mich nicht, weil ich bin absoluter Pretty Little Liars Fan. Ich lese euch hier hinten auch drauf, so ein bisschen, um was es geht. Es steht hier nicht wirklich viel drauf. Es ist Dark Romance. Inwiefern viel Dark Romance drin ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen. Aber ich lese euch mal hinten drauf vor, was da drauf steht. Ein unsichtbarer Beobachter verfolgt jeden ihrer Schritte. Im Alltag, in intimen Situationen, einfach immer. Dieser Schatten behauptet, ihr Leben zu kontrollieren, ihre Existenz zu gewähren und unter seiner Gnade zu halten. Werden seine Puppen sich retten können? Es gibt mir absolutes Pretty Little Liars Feeling und Pretty Little Liars passt total in den Herbst. Vor allem, weil die allererste Folge ja im September spielt. Das nächste Buch verfolgt mich eigentlich schon seit Jahren und jetzt habe ich es mir gekauft. Zwar gebraucht, aber ich habe es mir gekauft und es sieht einfach so wunderschön aus. Ich frage mich, wieso habe ich mir das nicht schon vor 2 oder 3 Jahren, wo ich es zum allerersten Mal gesehen habe, gekauft. Und zwar rede ich hier von Meet Me in Marple Creek. Ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Dieses Buch
strahlt förmlich von Herbstfeeling. Hier auch der Farbschnitt, mega schön. Das ist der erste Teil. Es gibt noch einen zweiten Teil. Aber da ich nicht wusste, wie der zweite Teil, der erste Teil sein wird, habe ich mir erstmal nur den ersten Teil geholt. Und ich bin total gespannt und ich bin total froh, dass ich mir den endlich gekauft habe. Weil, ja, wie gesagt, ich glaube, dieses Buch verfolgt mich eigentlich schon seit 2 Jahren oder so. Ich lese euch mal hinten drauf vor, um was es geht. Innerhalb eines Augenblicks ist in Miras Leben nichts mehr so, wie es einmal war. Eben noch schlendert sie mit ihren Freunden über den Unicampus und genießt die herbstliche Idylle ihrer Heimatstadt Maple Creek. Im nächsten Moment steht ihr Zwillingsbruder vor ihr, vor dessen Existenz sie noch nichts gewusst hat. An seiner Seite ist sein bester Freund Joschka, der einen Wirbelsturm der Gefühle in Mira auslöst. Hinter Joschkas grünen Augen und Narben verbergen sich mehr Geheimnisse, als ein Mensch haben sollte. Und Mira ahnt, wie sehr sich sein bisheriges Leben in der New Yorker Untergrundszene von ihm unterscheidet. Entgegen aller Zweifel fühlt sie sich zu ihm hingezogen und auch Joschka beginnt, seine harte Schale abzulegen. Doch seine Vergangenheit ist ihm wie ein Schatten bis nach Maple Creek gefolgt und droht nun, die beiden gewaltsam auseinander zu reißen. Klingt spannend und wie gesagt, es sieht mega herbstlich aus. Ich freue mich schon. Ich glaube, auf das hier freue ich mich am meisten. Es sieht so schön aus. Das nächste ist ein Fantasy-Buch, würde ich sagen. Und zwar kennt ihr es bestimmt hier von diesen Disney-Bösewichten, diese Reihe. Und da habe ich dieses Buch hier, Das Biest in ihm, also von Die Schöne und das Biest, wird hier quasi die Vorgeschichte erzählt, wie das Biest böse wurde. Und hier vorne ist das Biest in seiner Filmgestalt und hier ist er quasi als Mensch, also ist quasi so ein bisschen eine Vorgeschichte. Und ich habe auch schon, ach hier oben seht ihr es, diese Schneewittchen-Geschichte gelesen und jetzt freue ich mich total, das hier endlich zu lesen und ich habe da so richtig Bock, weil es halt einfach absolutes Herbstfeeling ist, weil mich Fantasy so an Herbst erinnert. Ich freue mich total. Ich lese euch wieder hinten drauf vor, was da drauf steht. Wie wurde aus dem schönen Prinz das grauenerregte Monster? Das Märchen von der Schöne und das Biest kennen alle. Warum aber wurde der einst beliebte Prinz zu dem einsamen und gewalttätigen Biest, das er jeder fürchtete? Dieser Disney-Fantasy-Roman erzählt das Märchen erstmals aus der Sicht des Prinzen, dessen Leben voller Gold und Privilegien ihn verdirbt, wofür er einen grausamen Preis zahlt, der ihn zu tiefster Einsamkeit und bitterer Trauer verdammt. Ich freue mich schon total. Das nächste Buch habe ich mir auch neu gekauft und hat mich, glaube ich, auch schon länger in den Regalen der Buchhandlung angegrinst. Und zwar Four Houses of Oxford. Es soll auch so Romantasy-mäßig sein an einer Akademie. Und so ein bisschen erinnert mich es vom Klappeninhalt auch so an Harry Potter. Plus als wunderschöne Frau. Ich finde das Cover sehr schön. Ich mag eigentlich so Menschen auf dem Cover nicht, aber hier finde ich es irgendwie schön. Es gibt auch einen zweiten Teil, aber wie gesagt, hier eben genauso wie bei Meet Me in Maple Creek wusste ich halt nicht, wie sehr gefällt mir dann der erste Teil. Ja, ich lese euch wieder hinten drauf vor, was hier drauf steht. Endlich unabhängig, endlich frei. Als Harper an der University of Oxford angenommen wird und damit ihrer lieblosen Pflegefamilie entkommt, scheinen alle ihre Träume zum Greifen nahe zu sein. Vor allem, als sie mit der Zusage auch die Einladung erhält, den berüchtigsten Diamonds beizutreten. Einer Studentenverbindung, die ihren Mitgliedern Macht und Einfluss verspricht. Ohne zu wissen, worauf sie sich wirklich einlässt, muss Harper am Spiel der 4 Farben teilnehmen. Dabei kann sie nicht nur alles gewinnen oder alles verlieren, sondern steht plötzlich auch ihrer Vergangenheit gegenüber. Finlay, der sie vor Jahren im Stich ließ und jetzt vor den Diamonds und der tödlichen Magie der 3 weiteren Studentenverbindungen Cross, Hearts und Spades warnt. Doch wer ihr Herz so gebrochen hat wie Finlay, ist der Letzte, dessen Rat Harper befolgen würde. Auch hier klingt spannend und so ein bisschen Harry Potter-like wegen diesem Spiel, was hier scheinbar eine große Rolle spielt. Ich bin sehr gespannt und ja, es klingt auf jeden Fall voll nach Herbst, finde ich. Generell ist ja so Fantasy so ein bisschen. Oh, ich sehe gerade, von welcher Autorin das ist. Anna Savers. Da habe ich doch hier die ganzen Bücher, die ich total geil fand. Also kann ja nur gut werden. Nächstes Buch haben
wahrscheinlich schon sehr viele gelesen, zumindest das Original, sage ich mal. Und zwar das hier Cold Heart, das ist ja quasi so ein Spin-off, glaube ich, von dieser Westworld-Reihe. Und die fand ich bis jetzt noch nicht so interessant, aber das hier fand ich sehr interessant, so vom Klappentext her. Und ich finde, das Cover sieht schon ein bisschen herbstlich aus mit den dunklen Farben. Und ja, deswegen habe ich so richtig Bock, das jetzt bald im Herbst lesen zu können. Ich lese euch wie immer hinten, was drauf steht, vor. Leia, wenn ich das falsch ausspreche, es tut mir leid. In meinem Kopf klingt es aber so. Leia Coldway hat sein Leben unter Kontrolle. Studium, Firma, Sport, alles ist strengstens durchorganisiert. Die Ängste, die ihn seit seiner Entführung in der Kindheit quälen, hat er auf diese Weise im Griff. Nur sich zu verlieben, kommt für ihn nicht in Frage. Zu groß ist das Risiko, noch einmal so verwundbar zu sein wie damals. Doch dann trifft er auf Felicity Everhart, die ihn mehr fasziniert als irgendjemand zuvor. Eigentlich hat Felicity gerade andere Sorgen. Bemüht sie sich doch vergebens darum, endlich ihrem Vater näher zu kommen, von dem sie kaum etwas weiß. Aber das, was zwischen ihnen ist, können weder Elia noch Felicity lange ignorieren. Nichts ahnt, dass ihre Liebe unter denkbar schlechten Vorzeichen steht. Denn als Elia neue Hinweise zu seinen Kidnappern erhält, hat er keine Ahnung, dass einer der Namen auf seiner Liste ausgerechnet der von Felicitys Vater ist. Ich finde, es klingt mega spannend und auch so ein bisschen thrillermäßig. Und was passt besser in den Herbst als so ein bisschen mysteriöses Feeling? Ich glaube nichts. Und deshalb ist das hier auch ganz weit oben auf meiner Liste von den Herbstbüchern, die ich bald lesen möchte. Ich habe jetzt hier das vorletzte Buch. Ich habe mir das tatsächlich ein bisschen blind gekauft. Ich kannte es vorher nicht, außer den anderen Teil, aber man kann diese Bücher auch unabhängig voneinander lesen. Also hier ist jetzt der zweite Teil quasi. Und ich rede hier von Clifford Academy, Between Shadows and Light. Ich habe erst zu Hause gesehen, dass es quasi der zweite Teil ist von dieser Reihe. Aber man kann sie, wie gesagt, unabhängig voneinander lesen. Und ich finde generell so, wenn es so um Akademien oder Universitäten geht, bin ich da voll im Herbst drin. Keine Ahnung wieso. Aber für mich macht das so absolut das Herbstfeeling. Und deshalb habe ich mir das hier gekauft. Ich bin sehr gespannt, weil, wie gesagt, ich kannte es vorher nicht. Und ich lese euch hinten drauf vor, um was es geht. Charlotte hat sich den Start an der renommierten Clifford University leichter vorgestellt. Als Stipendiatin begegnen ihr einige Studierende feindselig. Und dann gerät sie auch noch mit Morgan aneinander, Star der Uni und Sohn zweier Top-Anwälte. Daher ist sie völlig überrascht, als ausgerechnet Morgan ihr eine unerwartete Chance anbietet. Er unterstützt sie bei der Aufnahme in den elitären Geheimbund, dessen Vorsitz er innehat. Eine Mitgliedschaft würde Charlotte völlig neue berufliche Wege ermöglichen. Im Gegenzug erwartet Morgan, dass Charlotte ihm gewisse Informationen beschafft. Charlotte lässt sich auf einen Deal ein, nichts ahnend, dass ihr nicht nur das Initiierungsritual des Geheimbunds, sondern vor allem ihre Abmachung mit Morgan alles abverlangt wird. Es ist Dark Academy-mäßig, nicht Dark Romance, aber es geht um eine, ja, düstere Geschichte an dieser Akademie halt. Und ja, wie gesagt, ich finde, Akademien passen immer total in den Herbst rein. Ich habe jetzt, glaube ich, bei jedem Buch gesagt, dass ich mich darauf freue, es lesen zu können, aber es stimmt halt einfach. Und jetzt habe ich ja noch das letzte Buch. Das kannte ich vorher auch nicht, bevor ich es mir gekauft habe. Und zwar dieses hier, Lakestone Campus of Seattle. Da gibt es mittlerweile auch schon den zweiten Teil. Es hat einen wunderschönen Farbschnitt und wenn man dann alle drei Teile hat, dann ergibt es hier so ein wunderschönes Bild. Wie gesagt, ich kannte es vorher auch nicht, aber mit Universitäten und Akademien voll Herbstfeeling, finde ich. Auch hier lese ich euch jetzt einfach mal vor, was hinten drauf steht, weil so eine Story habe ich bis jetzt noch nirgends gelesen. Harlow steht mit einem Bein im Gefängnis.
Denn um ihrem kleinen Bruder eine Lebensretter-OP zu ermöglichen, hat sie ein milliardenschweres Bankkonto gehackt. Doch unerwartet bietet ihr ausgerechnet der Leiter der renommiertesten University Seattles einen Deal an. Wenn sie ein Stipendium annimmt und mit dem Hacken aufhört, sorgt er dafür, dass ihre Strafe milder ausfällt. Neu auf dem Lakestone Campus erhält Harlow ihre Vergangenheit geheim, auch vor Zack. Zack, der aufgrund eines Gendefekts nicht sprechen kann, dessen Blicke sie jedoch tiefer berühren als tausende Worte. Aber der Literaturstudent ist nicht der Einzige, der Harlow immer näher kommt. Ihr ehemaliges Hackernetzwerk kontaktiert sie und gefährdet damit nicht nur ihr Studium. Ich finde das total cool und auch, dass Zack nicht sprechen kann, habe ich vorher noch nie eine Story gelesen, aber ich finde es mega, mega interessant und frage mich echt, wie das, also ob das halt quasi gut wird oder halt nicht. Weil wie gesagt, ich habe so eine Story mit so einer Beeinträchtigung noch nicht gelesen und bin aber total gespannt darauf. Aber ja, das waren auch schon die Bücher, die ich euch gerne vorstellen wollte. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen inspirieren, falls ihr auch auf der Suche nach Herbstbüchern seid, die für mich absolutes Herbstfeeling ausstrahlen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und bis dahin viel Spaß beim Lesen.